Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Geht ja schon gut los hier. Ja, pünktlich zur Akademie, Volllaufung. Hier sind wir am Start. Mal wieder seit langer Zeit auf W50 unterwegs. Und bevor wir hier irgendwie ansatzweise einen einzigen XP-Punkt verschwenden, holen wir das Ganze natürlich ab. Ist immer sehr belohnend, wenn man gerade so noch rechtzeitig kommt, um halt eben sein Gebäude abzuholen hier. Ne? Bei der Goldgrube in der Unterwelt ist es genau das Gleiche. Ne? Hier kann ich es noch nicht abholen, da Stufe 16. Aber mit Stufe 25, da geht es nachher dann los. Da kann man das Ganze denn hier abholen. Ja, wir sind auf W50 heute hier unterwegs. Alu klicke ich nachher gleich, weil... Ja, warum sind wir eigentlich hier unterwegs? Das ist eine gute Frage. Erstmal waren wir hier schon lange nicht mehr und auf der anderen Seite gibt es wieder ein paar leckere Dungeons, die wir hier wegkloppen können. Und ja, das Ganze habe ich mal in SF-Tools mal reingejagt, ne, um mal die Prozentchancen auszurechnen. Und ja, ich kann euch das Ganze mal kurz zeigen. Wer da fragen sollte nochmal, wie ich das Ganze mache mit den Prozentchancen und sowas, einfach nochmal auf YouTube oder auf meinen Kanal suchen. Da habe ich das Ganze mal ja, gezeigt, wie man das durchsimulieren kann, wie ihr das auch durchsimulieren könnt anhand der Dungeon Simulator Berechnungsstatistik. Oh, gut gesaved nochmal. Sieht man hier ganz gut, welche Dungeons möglich sind, welche nicht. Die Prozentanzahl sieht man hier. Man sagt so roundabout 1% sind in der Regel so 100 Pilze in etwa. Ne? Deswegen alles, was über 1% ist, kann man ruhig mal tryen, je nachdem, ob man es halt möchte oder nicht. Und alles, was da drunter ist, wird dann schon ein bisschen schwieriger. Und da wir uns ja hier auf W50 keinerlei Dungeons aufsparen wollen, weil wir ja die genaue gegenteilige Taktik zu Paul Terra fahren, ja, wer da das Video nicht gesehen hat, auch gerne nochmal auf dem Kanal vorbeischauen. Ist einer der letzten W50 Videos auf jeden Fall, wo wir die Challenge gemacht haben, mehr oder weniger, dass der Paul halt früh, ja, auf, sag ich mal, nicht auf Gold geht, sondern früh angefangen hat, Dungeons zu sparen. Ich habe weiter durchgekloppt. Ich empfehle euch generell eher, die Dungeons zu sparen. Macht mehr Sinn, da ihr halt in einem längeren Bereich auf einem Level seid, wo es halt gute Erfahrungen gibt. Weil umso höher man im Level ist, umso weniger Erfahrung gibt es. Und wenn man halt Dungeons legt, dann haut man aus diesem Bereich der guten Erfahrungsquests halt eben schneller ab. Und das möchte man eben vermeiden. So, deswegen nutzt man die Zeit länger, um halt bessere Quests zu haben, und später irgendwann, wenn die Quests halt auch irgendwann crap sein sollten, dann habt ihr immer noch die Dungeons, um sie dann halt im Late Game durchzuballern. Und ja, das ist eigentlich die Strategie, so von Dungeons aufsparen. Deswegen empfehle ich euch das. Wir machen das Ganze nur aus Demonstrationszwecken und weil ich halt auch ab und zu mal einen nervösen Finger habe, um mal ja, hier ein paar Dungeons wegzuknallen. Ne? Also mir macht die Taktik persönlich keinen Spaß. Sie ist effizient, aber mir macht sie keinen Spaß. Ja? Deswegen würde ich es euch empfehlen, wenn ihr effizient spielen wollt. Ansonsten lasst einfach bleiben. So, ne? Generell, klar, gibt es natürlich auch Vorteile, weil umso höher ihr im Level seid, umso mehr Gold bekommt ihr auch. Ne? Das ist auch natürlich immer eine gute Sache. Aber ob sich das dann auch lohnt, wirklich, ja, weiß ich nicht. Ist halt eben die andere Frage. Ne? Ja, das ist halt auch ein Grund, warum wir das Ganze hier austesten. Gut, wir fangen an mit dem 13. Stock. Hier haben wir gute Chancen. Ja, und deswegen tryen wir einfach mal. Wir machen eine gute Dungeon-Folge. Hier hatten wir ja schon lange nicht mehr. Seit dem Elevator ist ja schon wieder eine ganze Weile her, als wir hier das letzte Mal ordentlich Pilze investiert haben. Und deswegen wird es auf jeden Fall mal wieder Zeit, bevor wir hier überhaupt weiter tryen sollten. Ja. Gucken wir nochmal ganz kurz, immer nochmal Kontrollblick ist besser als Nachblick. Aha, ach nee, sieh mal einer, guck. Ja, da haben wir nämlich hier eine Verzauberung vergessen, ja. Deswegen immer der Kontrollblick, ja. Immer Rundumblick, immer up to date sein, weil sonst passieren nämlich solche Fehler. So, und da haben wir ihn auch schon erledigt. Hier, so schnell geht das, ja, so schnell ist er down. Was haben wir hier bekommen? Ein Geschickgegenstand für die geschickliche Kunigunde. Hat 13 mehr Stat-Punkte. Ist gesockelt, kann man mitnehmen. Ja, kann man machen. Muss man nicht? Kann man. Solltet ihr nicht, ist von den Stat-Punkten her nicht worth. 12 oder 13 oder was das war, nicht wirklich worth. Aber
Ja, ihr solltet euch sowieso generell kein Beispiel an einem gesponserten Shakes and Fidget YouTuber nehmen. Ja, das nochmal an der Stelle. Muss man auch mal hier so fairerweise mal so erwähnen am Rande wie Bordsteine. Und deswegen machen wir weiter. Wir haben Intelligenzgegner. Gerd, der Gefallene, ist leider noch nicht gefallen hier in der Unterwelt. Aber ich würde sagen, bevor wir den tryen hier, gucken wir erstmal zum nächstmöglichen Gegner. Und das ist in der Zauberschule, soweit ich das entnehmen kann. Ah, die Zauberschule haben wir schon durch. Ja, das ist ja... Ach nee, in der Schattenwelt die Zauberschule. Ah, okay. Alles klar, dann habe ich mich da verguckt gehabt. In der Zauberschule, in der Schattenwelt ist der Gegner hier, der als nächstes gehen würde, von den Prozentchancen her. Ja, ungefähr ähnlich wie der Gegner, den wir eben zur Strecke gebracht haben. Deswegen sollte der ähnlich viele Pilze auch fressen. Ja. Und da ist er auch schon down. Und wir sind damit Stufe 406. Ist natürlich auch ganz nice, dass wir jetzt ein paar Level aufsteigen. Denn zu Ostern erwartet uns ja auch bereits schon der neue Dungeon, der Legendary Dungeon. Und da ist es natürlich... Ach nee, jetzt nochmal viel besser. Nee, ach komm, also irgendwann ist nochmal gut hier. Genau. Und da will man natürlich mit einem höchstmöglichen Level rein, um dann halt eben so viel wie möglich Profit aus der, der ist aber auch gut machbar hier anscheinend, aus dem Dungeon mitzunehmen, ne? Also dass man mit bestmöglichen legendären Equipment dann halt wieder rumrennt. Und deswegen sollte man, falls man sich eh nicht die Dungeons aufspart, davor nochmal ein paar versuchen. Vielleicht klappt nochmal das ein oder andere Level mehr. Und dadurch habt ihr dann halt ein bisschen besseres Equipment bis zum nächsten Legi Dungeon, ja? Oder vielleicht seid ihr dann auch schon so weit, dass ihr sagt, nö, den nächsten Legi Dungeon, den setze ich jetzt mal aus an der Stelle, ne? Man muss ja auch nicht jeden mitnehmen. Auf meinen Main habe ich mich jetzt schon seit eh und jeher nicht mehr equipped, weil es sich halt nicht lohnt, ja? Meine Epic-Waffen, die ich finde, oder sogar die normalen Waffen, sind besser als die Legi-Waffen mittlerweile. Und, ja, es lohnt sich einfach nicht, sich so oft zu equippen, vor allen Dingen, im Late-Game-Bereich bekommt man so wenig XP, da zieht sich das Ganze eh wie ein räudiger Kaugummi, bis man da halt Level aufsteigt. Ah, eine neue Waffe ist gut, aber die Spanne ist kompletter Bullshit, ja. Aber gut, wir haben eh eine relativ aktuelle Waffe, deswegen zerlasen wir das Ganze hier auch. Ich bin jetzt auch nicht so jemand, der hier auf W50 extra den Schmiedesimulator rausholt, um da die Items zu gucken. Aha, das gibt mir am meisten Kristalle und so. Das ist mir dann, das mache ich auf meinen Main, aber das ist mir zu tryhard hier auf W50, ehrlich gesagt. Ja, also ich spiele hier schon recht ordentlich auf jeden Fall. Es geht natürlich immer noch besser. Ist auch nochmal ein Geschickgegner hier, der sieht auch ganz gut aus von den Tries her. Allerdings jetzt nicht zu 100% tryhard, dass ich sage, yo, ich muss hier jetzt auf Platz 1 werden, so, ne? Das ist erstmal nicht möglich, so, weil die Konkurrenz auf W50 ist hier viel zu strong, ja, und, ja, weiß ich nicht. Könnte man vielleicht so attackieren, wenn man noch hier in 5 Jahren auf W50 spielen sollte, dann kann man mal gucken, aha, Spreu vom Weizen, wer ist noch da? Und ja, wenn man sich dann irgendwo in den Top 20 denn stagnieren sollte, weil dann halt nicht so viele Leute mehr da sind oder ein paar aufgehört haben oder so, dann kann man drüber nachdenken, richtig tryhard zu spielen. Vorher nehme ich es gar nicht in Angriff. Ich spiele sonst vorher effizient auf jeden Fall, nicht ultra effizient, aber schon so, dass ich jeden Tag alles mache und jeden Tag versuche, das Beste hier rauszuholen. Ja, gut. Der Gegner sieht schon mal gar nicht mehr so gut aus. Ich habe ein paar Tries in den reingesetzt, aber der wollte nicht so richtig. Hier, das ist der nächste Gegner laut Statistik, der fallen könnte. Der liegt bei 0,65%. Ja, also der könnte fallen. Würde aber ein bisschen dauern. Entschuldigung. Und ja, da muss ich aber tatsächlich sagen, da sah der Gegner in der Schattenwelt deutlich besser aus als die Gegner hier. Ja, oder eben der Typ mit der 0,6er Chance hier. Surtur. Okay, der ist bei 0,05, aber so sahen die Tries tatsächlich gar nicht aus. Poseidon, wir probieren mal einfach jetzt so ein bisschen so durch hier, ob wir hier weiterkommen. Poseidon bei 0,4%. Also ähnlich schlecht auf jeden Fall. Und der liegt bei 0,2 tatsächlich. Also der ist noch weniger machbar, laut Statistik, als die anderen. Ja, aber ich muss sagen, tatsächlich in der Schattenwelt, die Spinne sah am besten aus. Hier, A von Tuttle.
Da waren ein paar gute Tries dabei. Aber die Gegner in der Schattenwelt, die baiten auch manchmal echt ordentlich rein, muss ich sagen. Mal schauen, wie es hier aussieht. Nö. Auch jetzt nicht so prickelnd, so berauschend hier. Ja, die anderen Gegner sind alle auch echt noch nicht machbar. Gerd ist auch so eine Maschine hier. Den kriegen wir auch, glaube ich, erstmal nicht down. Und Osteros. Ja, ist auch erstmal ein ganz schöner Blocker hier als Magier. Ja, A von Tuttle ist es wahrscheinlich als nächstes. Und ja, aber bis wir den besiegen, könnte noch ein bisschen dauern. Perfekt. Ich habe nichts gesagt. Könnte noch ein bisschen dauern. Zack, ist er down. Alter, WTF. Was war das denn jetzt, ey? Holy shit. Okay, jetzt kommt ein Magier. Das ist wahrscheinlich wieder ein krasser Block hier, ne? Für mich als Krieger ist das immer nicht so prickelnd hier. Ja, okay. Ja, bin ich mehr als zufrieden. Wir haben noch einen Gegner oben drauf noch gelegt. Sehr nice. Sind fast wieder nochmal ein Level up. Und das ist natürlich sehr cool. Und ja, eventuell hat euch das Ganze hier auch gemundet. Auf W50 mal wieder eine kleine Dungeon-Klopp-Folge. Jetzt wird es nächstes Mal wieder dauern, bis wir ein paar Gegner zur Strecke bringen. Ich denke mal, nach dem Legendary Dungeon werden wir vielleicht mal wieder ein paar Dungeons hier auf W50 in Angriff nehmen. Vorher lohnt sich es auch nicht, ja. Im Wirbelwind geht natürlich auch immer was, ne? Aber da warte ich dann bis zum nächsten Hexen-Event. Solltet ihr genauso machen, das lohnt sich immer am meisten. Okay, Leute. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.